Leute, ganz kurze Information, bevor das Video losgeht. Ich bin gerade live, habe jetzt ein paar Tage nicht gestreamt, muss ich jetzt auf jeden Fall nachholen. Also kommt jetzt direkt vorbei, oberster Link in der Videobeschreibung. Dann viel Spaß beim Video, let's go. Was geht YouTube und herzlich willkommen, zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Ich werde heute ein unglaubliches Experiment versuchen. Und zwar werde ich Call of Duty Black Ops 4 ohne Titan spielen. Raus der Klasse, die Titan. Fuck. Ich habe schon wirklich viele Sachen durch auf YouTube. 7 Tage nichts gegessen. Nachts auf den Friedhof gegangen. Extreme Sachen, aber das ist zu viel. Das ist zu viel. Okay, gib her. Komm. Gib her. Okay, wir versuchen eine andere Waffe. Okay, komm, wir nehmen hier die ICR. Reflex, Griff, Quick Draw. Ich habe keinen zweiten Griff. Ich habe keinen. Den kann ich aber gleich freischalten. Den schalte ich gleich frei. Ganz ruhig, Marcel, ganz ruhig. Wir packen uns ein. Drohne. Komm, wir schaffen das. Marcel, komm. Du hast so viele Jahre gespielt. Du schaffst es. Komm schon. Komm schon. Woo! Komm schon. Let's go. So, Leute, kleiner Spaß natürlich gewesen. Wir spielen jetzt mit dieser Klasse, ich habe sie mir nämlich eben nochmal ganz schnell freigeschaltet, und zwar machen wir hier mit der ICR Doppelgriff so ein paar Runden Action. Will ich auch mal ausprobieren, Experiment, nicht mit der Titan spielen, gucken, ob es auch klappt. Scorestreaks, ganz klassisch, Drohne, Hellstorm, Lightning Strike, das sind so die klassischen Scorpion-Play-Streaks immer gewesen, aber auch zu der Zeit haben sich natürlich einige Leute beschwert und gesagt, die Gameplays sind zu schlecht, jetzt sind die Gameplays wieder ein bisschen besser, jetzt ist die Waffe schuld. Es gibt, ich glaube, auch gar nicht so, dass es die Sachen sind, die kritisiert werden, sondern ich glaube, dass die Leute, die kritisieren, einfach immer dieselben sind, so. Ich weiß nicht, ich glaube einfach, es gibt einfach Leute, die versuchen, in allem irgendwie immer einen Fehler zu finden, was ich mega, mega schade finde, Leute. Aber, ach komm, ich spiele mal eine Runde in Marokko, habe ich auch auf YouTube noch fast gar nicht gezeigt. Ist halt so, Leute. Ich würde sagen, jetzt mal just for fun. Wir zocken jetzt ein paar Ründchen und gucken mal, wie das so läuft. Let's go. Übrigens, gerade eben habe ich ja im Intro so getan, als ob ich gleich umkippe. Und es ist danach wirklich fast so gewesen, weil man kann sich das so gut einreden. Das ist wirklich krass, Leute. So, Freunde, ich habe von dieser ominösen Waffe schon gehört. Ich habe sie so selber noch nicht spielen können. Und zwar die ICR mit dem Doppelgriff. Soll ja eine richtig, richtig geile Waffe sein. Und deswegen gucken wir doch mal, wie das so läuft, Freunde. Ich glaube auch, dass es nur im deutschen Raum ist, die Titan so richtig krass gehypt. Ich habe gehört, im amerikanischen Raum, da geht es eher Richtung ICR. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, dass die ICR schon auch eine starke Waffe ist, wie gesagt. Sie hat aber im Vergleich zu Titan einfach ein paar Nachteile, die halt einfach Fakt sind. Das ist auch eigentlich der einzige Grund. Digga, das ist halt das Problem in dem Spiel. Du hast einfach nicht auf entspannter Basis auf jeder Waffe, auf jeder AR irgendwie einen Schaft oder so, sondern du hast halt keinen Schaft auf dieser Waffe, was einen ultra krassen Nachteil einfach bildet. Und auf der Titan, muss man es halt ganz ehrlich sagen, hast du diesen Schaft. Du kannst dich damit schneller bewegen. Der Schaden und so ist alles scheißegal, Digga, bei der Waffe. Das Wichtigste ist dieses Movement, was du damit einfach bekommen kannst, Digga. Ich hasse diese Experten, Mann. Ohne Scheiß, Digga. Ich kann bei dieser Stolperfalle wirklich Tag und Nacht ausrasten, Freunde. Ich habe jetzt hier auch nicht stundenlang Lobbys gesurft, wie ihr seht. Also das ist jetzt einfach eine ganz normale Runde, einfach ganz entspannt. Im Übrigen, war noch das hier? Na, schade, der Hintere hat mich geholt. Also Freunde, wie gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie hier eine halbe Stunde Lobby gesucht, jetzt auf ein krasses Live-Com-Sweaten, sondern wir zocken einfach ein paar Ründchen zusammen und schauen mal, was dabei so geht. Geil, Digga. Na, hier ist doch noch einer. Will ich ja wohl meinen. Uhu, schade, da kam noch einer, Freunde. Der erste war auf jeden Fall nice. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, spawnen die noch einmal hier. Wisst ihr, was ein richtig merkwürdiges Gefühl ist, Freunde? Dass man jetzt nachladen muss mit der Waffe. Das muss man bei der Titan nicht. Hier hat es das noch nicht gegeben. Da musstest du nämlich noch nicht nachladen. Okay, sind hier oben auf jeden Fall noch einer. Komm, na komm. Boah, ich muss erst verdammt klarkommen, keinen Schaft zu haben. Das nervt mich jetzt schon wieder am meisten, Alter. Merke ich beim Jumpshot halt, dass ich keinen Schaft habe, weil du bist einfach langsamer. Du hast einfach diese Sprungkraft dahinter, fehlt auch irgendwie so zum Teil, habe ich so das Gefühl. Und deswegen, ja. Also viele wissen ja nicht, wofür der Doppelgriff eigentlich, was er eigentlich bringt. Und zwar bringt er folgendes. Du hast einfach keinen Rückstoß, wenn du angeschossen wirst. Das ist so wie Zähigkeit in BO2, nur halt in Ultra krass. Wir haben Lightning Strike und Hellstorm schon mal beide erreicht. Sehr schön. Sagen, hauen wir doch mal auch raus hier. Lightning Strike haben wir irgendwie noch nie so richtig rausgehauen. Keine Ahnung, wohin damit, Digga. Einfach mal irgendwo hinhauen jetzt. I don't know. Macht es einen Kill tatsächlich? Macht es einen Kill? 2 sogar. Korrekte Basis. Explodiert das hier erstmal alles? Ja, okay. Jetzt wirst du wahrscheinlich kommen, oder? Wo bist du? Aha. Da habe ich dich doch erwischt, mein Freund. Boah, ich bin es gar nicht mehr richtig gewohnt, so Videos zu recorden. Ich kenne das ja nur noch im Livestream zu zocken, Mann. Aber Videos recorden macht auch Spaß, Alter. Macht auch Spaß, Alter. Ich würde sagen, auch mit der ICR klappt es ganz gut, Freunde. Das Nasenbluten am Anfang des Videos war umsonst.
Guck mal, das ist auch eine krasse Waffe, Digga. Die ist auch richtig krass, diese Auga, Digga. Die ist wirklich auch Heavy Metal, Mann. Oh, oh. Ich wusste es! Hat der mich jetzt geholt wegen seiner Titan? Kleine Quizfrage. Nein. Hab ich geholt, weil er das bessere Positioning hatte. Ich komme mit der Waffe nicht klar, weil sie keinen Schaft hat. Ich mein's ernst. Ich finde es so ultra, ultra schwer damit zu aimen, ne? Weil dieses... Ich bin ja eigentlich jemand, ich bleibe nie stehen. Niemals. Ich springe immer rum, laufe immer rum. Und hier ist es einfach so ultra schwierig, das umzusetzen. Na komm, Bruder. Muss los. Oh, noch einer. Danke. Auch das Jumpshotten zum Beispiel ist natürlich ohne Schaft, wie gesagt, auch eine ganz andere Herausforderung irgendwie vom Ding her. Gib mir den Kill. X der Abstauber, Easter. Jetzt hier checken, nicht, dass ich jetzt von hinten sterbe. Ja, ich würde sagen, 22:08, eine entspannte Einspielrunde. Gucken wir mal, wie die nächste Runde Titan läuft. So, Freunde, wir spielen eine weitere Runde auf der Map Jungle. ICR, auf jeden Fall erstes Fazit, nice Waffe, Mann. Mit Doppelgriff, Hakgüsel, ne? Voll nice. Ich hoffe, dass die MPs noch richtig stark werden. Also die Saug zum Beispiel finde ich halt als Waffe ultra interessant. Und ich habe sie noch nie gespielt in der Vollversion. Deswegen hätte ich auf jeden Fall mal Bock, mit der eine Runde spielen. Wir starten hier direkt rein. 3, 2, 1, let's get it, boys, come on. Jungle, mal wieder angesagt, sehr schöne Map. Wo haben wir denn die Jungs, ne? Da haben wir doch schon mal einen Kandidaten, ne? Der spawnt auch direkt wieder hier. Ich glaube, wir könnten das mal ein bisschen schlauer angehen. Oh ja, das könnte sehr lecker Schmecker werden. Nehmen wir nämlich erstmal den hier mit. Na, Bro, jetzt hör mal auf, Digga. Das muss ja jetzt wirklich nicht sein, ne? Contenance bewahren. Bitte, bitte, mäßigen Sie sich, bitte. Ja, den hätte ich gerne abgestaubt. Ich sehr, sehr gerne einmal ein Kügelchen draufgesetzt. Jetzt ist gerade ein bisschen schwieriger Spot hier. Ich glaube, ich könnte sterben. Oder komme ich durch? Komm durch sogar. Okay, nice. Fair enough. Okay, glaube. Na, da hat aber jemand ernst gespielt, ne? Jetzt müssen wir uns ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, die kommen über die Brücke. Ah, ne, hier ist noch einer. Okay, Freunde. Das ist immer das Problem, wenn du den Crash im falschen Moment einsetzt. Das fällt mir immer wieder auf. Oh, geil. Oh, leckerly. Mein Gott, die Waffe hat ja wirklich gar keinen Rückstoß, Digga. Let's fucking einfach richtig ausrasten. Da kommt einer in 3. 2. Guck mal, das ist jetzt eklig. Guck mal, das ist das Ding. Ich wusste, dass er da ist. Ich wusste es die ganze Zeit. Oh mein Gott, wie er spielt. Nein! Oh, ist auch krass. Solo ist das Game echt nicht zu empfehlen bisher. Man findet wirklich kranke Lobbys, also wirklich kranke Gegnerteams, weil du kannst dir ja quasi nichts aussuchen. Du kannst dir nicht Map aussuchen, kannst dir nichts aussuchen. Du kannst dir nur aussuchen, wer dich die ganze Zeit tötet. Oder ob ich die beiden vielleicht hole? Ja, eventuell schon. Nein, stopp, hey. Ja, Teammate hat richtig Angst, Digga. Wow, Digga, was ist das denn für ein Spot? Da muss ich aber los. Ich glaube, hier kommt gleich einer. Ja, auf jeden Fall schon mal der. UAV hauen wir mal ganz kurz raus. Den nehmen wir kurz mit und... Olle! Und noch einer, komm. Nein! Ah, wie viel HP, Digga? Wie viel HP? Zeig mal. Danke. Also ich muss sagen, die ICR macht mir doch echt mehr Spaß, als ich erst dachte. Okay, alles gut. Nein! Oh mein Gott, Milan, Digga! Ich muss ehrlich sagen, Leute. Es geht echt. Also man muss sagen, es geht. Ja, hin und wieder schwitzt mal einer rum. Das gehört eben dazu, ne? Aber an sich geht's. Ja, das war auf jeden Fall schon mal nice. Hat sich gut angefühlt, den Easy Warbang auszupacken. Na, komm mal her, Bruder. Dann musst du los. Natürlich schießt du auch auf mich, Digga. Ne, ich glaube nicht mehr. Oben liegt, glaube ich, einer, ne? Wow. Pro-Gamer-Action wieder am Start, Digga. Let's go. Röntchen. Wenn ich das TDM drehen könnte, wäre das komplett krass. Spawnen die sogar alle hier. Aber das wird ultra schwer, das TDM zu drehen. Oh Gott, wir haben es echt. Es war eben so viel höher für die Gegner. Okay, komm, Marcel. Ja, Tempest, lass es. Oh mein Gott, okay, vielleicht schaffe ich es. Vielleicht schaffe ich es. Und das Ganze ohne die Titan. Das wäre natürlich nice. Ja, die drei nehmen wir mit. Den auch noch. Okay, sehr gut. Und jetzt hauen wir direkt einen Blitzschlag hier, hier und hier hin. Okay, den Blitzschlag muss ich auch mal üben, wie der funktioniert. Oh Gott, 66 zu 62. Wir haben einen.
Der andere überlebt den Treffer. Oh. Okay, Freunde. 67 zu 63. Wir brauchen volle Tryharder-Konzentration, sonst wird das nichts. Noch nie so auf dem Win in TDM gesweatet, weil wir so weit hinten lagen. Ah, die Teammates choken wahrscheinlich jetzt auch gleich wieder, oder? Okay, den haben wir. Let's go. Ich vertraue darauf, dass hier einer noch spawnt. Komm schon, wir brauchen noch einen Kill. Wir haben das Ding. Ja! Ja, Mann, let's go! 37-9, Digga. Boom, let's go. Es war eine richtig stabile Runde. Okay, Leute, ich würde sagen, Fazit, das Experiment hat funktioniert. Hier hat mich Milan im Übrigen geholt, oder? Ja. Ah, belastend, Freunde. Kannst du nichts machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Video auf jeden Fall gerne ein Like, damit ich mich drauf freue. Check auf jeden Fall das nächste Video gerne ab. Und ich würde sagen, ich bin raus für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ich werde heute ein unglaubliches Experiment versuchen. Okay.